Downy, Downy, steh auf, du musst ein Video machen. Minecraft Beta 1.9, Pre-Release 4 ist raus. Du bist schon viel zu spät dran. Fang endlich an, Mann. Massenweise neue Items, Rezepte, Gegenstände, Orte und sonstiges, was du besuchen musst. Du kannst dir das nicht entgehen lassen, Junge. Jetzt steh endlich auf und mach dich an die Arbeit. Jo, hallo Leute und was geht ab? Ich habe heute die kompletten wichtigen Zusammenfassungen aller Patch Notes des Patches 1.9, der zurzeit in der Version 4 als Pre-Release von Mojang zur Verfügung gestellt wird, damit wir, die Community, die Fehler finden bzw. alles austesten können. Das Ganze findet ihr als Download auch auf meinem Kanal und alles, was in diesem Video gezeigt wird, gibt es meist einen Link in der Beschreibung unten. Denn ich möchte nicht tausendmal gefragt werden, okay, wo hast du den Mod her, wo hast du das her, wo hast du das her. Ich schreibe das alles unten in die Beschreibung rein und dann braucht ihr mich nicht mehr zu fragen, weil ihr müsst einfach nur unten in dieser Beschreibung, die hier unter diesem Video ist, nachgucken. Ich muss das andauernd so formulieren, weil ansonsten werde ich wieder tausendmal zugespammt. Und das nervt mich, deswegen unten in der Beschreibung. Ansonsten viel Spaß mit dem Video und ich zeige euch hier schon mal die erste Sache. Man kann nämlich durch Drücken von F5 in die Außenperspektive von vorne wechseln und es gibt noch ein paar andere Einstellungsmöglichkeiten. Den Fuff, das ist so ein Weitwinkelobjektiv, das kann man relativ gut für so Kamerasachen und irgendetwas benutzen. Außerdem wurde durch F8 hinzugefügt, dass man wieder dieses smooth Bewegen der Kamera hat. Ansonsten kommen jetzt immer schäppchenweise die nächste halbe Stunde, denn so lang ist das Video ungefähr. Irgendwelche Erweiterungen, die mit 1.9 kommen, es sind unglaublich viele. Ich habe die NPC-Dörfer und die Kuh, die Pilzkühe habe ich rausgelassen, weil ich das einfach nur doof finde und gar nicht sehen möchte. Die NPC-Dörfer können sowieso noch nichts, weil die NPCs noch irgendwie total doof durch die Gegend laufen und aussehen wie Penisnasengesichter haben. Deswegen ist das für mich eher weniger relevant zu zeigen. Aber alles, was für mich relevant zu zeigen ist, ist drinne und deswegen bin ich jetzt hier sozusagen vom Intro, also von der Einleitung raus und jetzt kommen immer so Häppchen. Alles klar. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ciao, Leute. Einer der Neuerungen ist das Züchten und Einfangen von Tieren. Dazu benötigt ihr Heu, mit dem ihr durch Rechtsklicken auf die Tiere in einen Paarungsmodus versetzen könnt, wodurch sie kleinere Exemplare, also Babytiere ihrer Gattung, erzeugen, die wiederum eine gewisse Zeit brauchen, um zu wachsen. Es benötigt auch eine gewisse Zeit, bis ihr die Tiere wieder dazu bringen könnt, miteinander den Akt zu vollziehen. Das könnt ihr mit Kühen, mit Hühnern und mit Schweinen machen. Und mit Schafen ist es auch möglich. Ich habe nur leider in meinem Gebiet noch keine Schafe gefunden, aber es ist definitiv möglich, Schafe auch dazu zu bringen, den Geschlechtsakt miteinander zu vollziehen. Um die Tiere einzufangen, benötigt ihr auch einfach nur Heu, das müsst ihr denen vor die Schnauze halten und sie werden euch auf Schritt und Tritt bis ins Gatter folgen, bis ihr sie einsperren könnt und von da an, selbst wenn ihr euch ausloggt und wieder einloggt, werden sie nicht mehr verschwinden. Es ist von daher sehr sinnvoll, das Ganze zu machen und die Tiere auch wirklich immer wieder bei Laune zu halten und nachzuzüchten, da der Respawn der Tiere in der freien Welt, also alles was außen rum ist, nicht mehr so hoch ist wie früher und es dann schon teilweise sein kann, dass ihr kilometerweit laufen müsst, um an Fleisch, Wolle oder sonstige Rohstoffe die Tiere für euch parat halten zu kommen. Und von daher ist es auf jeden Fall ratenswert, sich eine kleine Farm oder einen kleinen Bauernhof anzulegen, wo man sich dann neben Heu auch Tiere züchtet. Einer der wohl umfangreichsten Neuerungen in der Beta 1.9 besteht darin, Tränke zu brauen. Es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten, unterschiedlichste Tränke herzustellen, dass ich wahrscheinlich nicht alle zeigen kann oder zeigen werde, aber ihr findet auf jeden Fall unten in der Beschreibung einen Link zur Minecraft-Wiki, in der wirklich jeder Trank beschrieben wird. Ich zeige euch nur die wichtigsten Effekte bzw. die wichtigsten Tränke und deren Herstellungsweise. Zum einen
müsst ihr ein paar Dinge herstellen, die ihr braucht, um überhaupt Tränke brauen zu können. Dazu gehört eine Braustation, die tut ihr einfach mit 3 Cobblestone und einer Blaze Road herstellen. Das Ganze ist hier in einer Kiste so angeordnet, wie das Rezept ist. Die Map wird ja sowieso zum Download freigegeben, von daher könnt ihr das dann alles später auch noch nachgucken. Caltron ist eigentlich ein Wasserauffangbehälter, ähnlich wie ein Eimer, nur halt stationär, also stehend. Das Ganze kann sich auch, selbst wenn es mit Wasser befüllt ist, durch Pistons verschieben lassen, soweit ich das in Erinnerung habe. Und ja, die könnt ihr mit Wasser auffüllen, einfach einen Wassereimer von draußen holen, Eimer reinfüllen und dann habt ihr 3-mal die Möglichkeit, eine leere Flasche mit Wasser zu füllen, die ihr dann später zum Brauen eurer Tränke braucht, indem ihr in die Braustation einfügt. Da es hier unendlich viele Möglichkeiten gibt, unterschiedlichste Tränke herzustellen, werde ich euch anhand eines kleinen Beispiels zeigen, wie das Ganze ungefähr immer vonstatten geht. Um genaueres rauszufinden oder den Trank eurer Träume zu finden, solltet ihr auf jeden Fall Minecraft Wiki besuchen, um dort den Vorgang vom ersten Trank bis zu der Endstufe, die ihr dann wirklich im Endeffekt haben wollt, durchzulesen. Im Endeffekt erklärt sich zwar fast von alleine, sobald man einmal hinter die Mechanik geblickt hat, doch gibt es so, ich würde jetzt mal geschätzt sagen, 100 verschiedene Tränke mindestens. Und die alle zu zeigen, würde natürlich den Rahmen dieses Videos sprengen. Ich zeige euch anhand der Potion of Healing einfach mal, welche Möglichkeiten ihr habt. Zum einen müsst ihr aus einer Glasflasche erstmal durch Hinzufügen von Wasser eine Wasserflasche machen, durch das Hinzufügen von einem Netherwort die Grundlage der Tränke. Wie man es ausspricht, kann ich leider nicht sagen, ist irgendwas mit AWK Wort Potion. Und das ist die Grundlage für alle gutmütigen Tränke. Es gibt noch ein paar Tränke, die eine Ausnahme sind. Dazu zählt, ich meine, der hier drüben, den ich habe, den auf Weakness, die Potion, die könnt ihr direkt aus einer Wasserflasche mit einer, ja, mit einem Spider-Eye herstellen, mit so einem Fermented Spider-Eye. So, ich möchte jetzt aber einen sofortigen Instant-Heal-Heilungstrank herstellen. Auf der Stufe 1 heilt er 3 Herzen, auf der Stufe 2 heilt er 6 Herzen. Stufe 2 erreicht man, nachdem man durch diese Gisting Melon, die man durch ein Goldnugget und ein Melonenstück herstellt, nochmal durch den Glowstone erweitert, kommt man zu Stufe 2, die dann 6 Herzen heilt. Das Ganze kann man dann auch noch später mit Gunpowder erweitern zu einer Wurfversion. Ich werde euch aber das alles jetzt zeigen. So, als erstes brauchen wir die Awake Potion. Dazu fügen wir hier einfach ein Netherwort ein. Ihr seht, dann fängt das Ganze an hier zu brauen in der Braustation. Das dauert dann seinen kleinen Moment, ist ähnlich wie ein Ofen und dann werden 3 Flaschen gleichzeitig zu Awake Potion, ja, zu den Grundlagetränken, sage ich jetzt einfach mal dazu. So, dann benötigt ihr eine Clistering Melon. Was heißt, weiß ich auch nicht. Mein Englisch ist wirklich nicht so ausgeweitet, dass ich das alles direkt weiß und ich habe auch nicht alles mir jetzt durchgelesen. Ich weiß halt nur, wie es funktioniert. Das Ganze wird hergestellt durch eine Melone und ein Goldnugget, so angeordnet. Könnt ihr auch einfach so im Menü machen, ohne dass ihr dafür eine Working Bench braucht. Ja. Und wenn dann das Ganze durchgelaufen ist, das dauert natürlich jetzt noch einen kleinen Moment, ich hau hier drüben auch noch eine rein, da ich ein bisschen mehr brauche. So, dann habt ihr hier unten 3 Instant-Heiltränke, die ihr dann nochmal verstärken könnt, indem ihr Closedown hinzufügt. Dann kriegt ihr die Stufe 2 raus und dann könnt ihr theoretisch durch Hinzufügen von Gunpowder das Ganze noch zu Wurfgeschossen machen. So, ich suche mir jetzt schon mal das Gunpowder raus, da jetzt beide Stationen gleich fertig sind. Da haben wir es. 4 Stück sollten reichen. Hier ist gleich fertig und hier drüben ist schon fertig. Hier kann ich einen Gunpowder reinhauen. Das hier ist die Stufe 1. Es geht also von jeder Stufe dann sofort mit Gunpowder das Ganze nochmal zu einer Wurfversion zu machen.
Damit könnt ihr dann sogar Gruppenheals raushauen, indem ihr halt einfach in eure Freunde auf Online-Servern reinknallt das Zeug und dann funktioniert das Ganze. Dann habt ihr sozusagen einen Gruppenheal-Effekt. Ihr müsst halt aufpassen, dass die Gegner werden dadurch auch geheilt. Die Wurfversionen sind auch dafür da, dass ihr euch zum Beispiel durch diesen Instant-Damage-Trank, den ich hier drüben habe, den ihr mit einem Spider-Eye, dann Fermented Spider-Eye und Glowstone zu der Stufe 2, der macht dann 6 Schaden, also damit tut ihr fast alles One-Hitten. Ich kann den ja später nochmal rausnehmen und zu einem Wurfgeschoss-Trank machen. Und dann könnt ihr euch das Ganze mal angucken. Hier haben wir jetzt schon die Wurftränke. Das Ganze sieht dann so aus und alles in diesem Kreis wird geheilt. Ich werfe jetzt mal hoch. Und hätte ich jetzt Schaden, hätte ich mich damit hochgeheilt. So, hier drüben haben wir den der Stufe 2. Stufe 1, Stufe 2. Und wie gesagt, der eine heilt halt 3 Punkte auf alle, die in dem Umkreis dieses Splash stehen. Und der andere heilt 6 Punkte. Ist halt gut, wenn ihr mit Kumpels unterwegs seid, da haut ihr das Ding einfach mal rein und dann sind direkt ja alle hochgeheilt, wenn ihr gerade irgendwie im Nether unterwegs, net, doch im Nether, genau, in der Hölle unterwegs seid, dann könnt ihr auch so eure Freunde relativ schnell hochheilen, wenn ihr im Kampf verletzt worden seid. Wie auch die Tränke, die unterschiedliche Effekte hinzufügen für eine bestimmte Zeit, die ihr natürlich auch durch das Hinzufügen von Redstone erweitern könnt. Das hatte ich noch vergessen zu sagen eben gerade. Und dann nochmal durch Glowstone auf eine Stufe erhöht werden. Beziehungsweise durch Redstone dann nochmal erweitert werden. Also wie gesagt, es gibt halt so viele Möglichkeiten, dass ich nicht alle aufzählen kann. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, sich selber zu verbessern, beziehungsweise stärker für den Kampf gegen Monster zu machen? Und das sind Waffenverzauberungen, Rüstungsverzauberungen und Werkzeugverzauberung. Da gibt es jetzt nochmal einen groben Unterschied. Und zwar habt ihr eine Verzauberungsschatulle, sage ich mal, also Verzauberungsbuch, Bench, wie man das Ganze nennen möchte. Diese wird hergestellt, hatte ich ja schon mal gezeigt. Hier oben habe ich das in der Kiste mit 4 Obsidian, 2 Diamanten und einem Buch obendrauf. Wenn ihr das Ganze nicht wisst, geht einfach in die Kiste, guckt nochmal nach. Und jetzt gibt es da nochmal einen massiven Unterschied. Und zwar gibt es mehrere Stufen, eure Waffen zu verbessern. Das Ganze kriegt ihr durch eure Erfahrungspunkte. Ihr seht hier unten in meiner Leiste, da habe ich gerade Stufe 2 erreicht. Also kann ich eine Waffe mit bis zu Stufe 2 verbessern. Natürlich ist das gar nichts. Damit kann ich auch jetzt noch nichts anfangen. Ich hatte nur einfach keine Zeit zu farmen und bin zwischendurch auch mal gestorben. Komische Geschichte. Ja. Was aber wichtig ist zu wissen, ist, es werden unterschiedliche Effekte auf die Waffen hinzugefügt, auch wieder so viele, dass man sie fast gar nicht aufzählen kann. Zum Beispiel kriegen Waffen solche Effekte hinzu wie, ich nehme jetzt einfach mal hier und verzauber meine Waffe, Sharpness ist Schärfe. Die Waffe wird dadurch ein bisschen mehr Schaden machen und ist für den Kampf besser geeignet. Es gibt Rückstoß bei Waffen und Flammenschaden, dass die Tiere anfangen zu brennen, die man damit angreift. Also einiges an Neuerungen. Das Ganze glänzt dann auch so schön. Und es lässt sich halt mit Rüstungen machen, mit Hosen und mit Werkzeugen. Werkzeuge werden zum Beispiel schneller im Abbauen oder haben, meiner Meinung nach, habe ich sogar schon mal gesehen, dass die Möglichkeit besteht, dass wenn ihr einen Stein abbaut, dass die Chance besteht, dass ihr zwei Gegenstände gedroppt bekommt, anstatt nur einen. Und solche Sachen könnt ihr euch da auf eure Waffen freuen, beziehungsweise vorbereiten, dass es solche Verzauberungen geben wird. Bei Rüstungen sind das dann Sachen wie Feuerresistance oder ihr kriegt weniger Schaden von Skeletten. Bei Waffen kann dann noch mitzukommen, dass ihr mehr Schaden an Skeletten ausrichtet. Und solche Dinge. Ja, da ich jetzt zum Beispiel hier durch Herausnehmen und Reinsetzen immer nur so zwischen 1 und 5 bekomme und ich aber definitiv auch viel bessere Waffenverzauberungen herstellen kann, empfiehlt es sich, sich einen Raum zu machen, ähnlich wie diesen, mit Bücherregalen. Denn Bücherregale, wenn sie in der Nähe stehen, entzieht dieses Buch den Bücherregalen sozusagen die Effekte und man kann dann in der Nähe von solchen Bücherregalen Waffen mit viel höheren Eigenschaften herstellen. Hier geht es schon bis 10 hoch. 12, 15 ist, glaube ich, das Höchste, was man mit 6 Bücherregalen erreichen kann. Je nachdem, auf welcher Stufe man halt seine Waffen immer gerne verzaubert, muss man sich das Ganze dann selber anpassen mit Bücherregalen.
Und für das absolute Optimum und das optimierte Waffenverzaubern benötigt ihr einen Raum ähnlich wie diesen, jeweils einen Platz zu den Bücherregalen, die Bücherregale 2 hoch. Und in diesem könnt ihr Waffenverzauberung bis zur Stufe 45, war das höchste, was ich bis jetzt gesehen habe, herstellen. Benötigt natürlich etwas Zeit, etwas Geduld, bis das dann alles so erscheint, wie ihr das haben wollt. Aber dann sind Waffenverzauberungen mit bis zu 3 Effekten gestapelt bis zur Stufe 2 oder Stufe 3, nee, sogar Stufe 5 möglich. Also da ist einiges möglich. Das Ganze könnt ihr wahrscheinlich noch ein bisschen erweitern, indem ihr den Boden auch noch aus Bücherregal macht, oben drüber und weiß der Teufel was noch alles. Damit kriegt ihr auf jeden Fall riesen Waffenverzauberungen hin, wo ihr natürlich auch ein hohes Level braucht und das Ganze ist wahrscheinlich nur für Leute, die wirklich viel spielen, sehr lohnenswert. Aber im Hardcore-Modus kann es euch wahrscheinlich das Leben retten, wenn ihr einfach unglaublich viel aushaltet. 1.9 bringt viele Erweiterungen in der Hölle mit sich. Zum einen sind da die Bricks, die ihr in der Hölle finden könnt, aus denen auch große Burgen unterirdisch gebaut sind in der Hölle. Und Zäune, das Ganze lässt sich auch herstellen. Ihr benötigt 4 Netherrack, um einen Netherbrick herzustellen. 6 Netherbricks, die so angeordnet sind wie hier, um einen Netherbrick-Zaun herzustellen. Und für die Netherbrick-Stairs, also Stufen, benötigt ihr ähnlich wie bei allen anderen Rezepten auch einfach 6 Netherbricks. Die Rezepte sind hier in der Kiste. Ihr könnt euch die nochmal angucken später. Und ich begebe mich jetzt in die Hölle, um dort einen dieser unterirdischen Burgen und die neuen Monstersorten zu zeigen. Nach längerer Suche und mit Hilfe eines Fly-Mods habe ich es jetzt endlich geschafft, unterirdisch eine dieser Festungen zu finden und werde diese nun erkunden mit euch zusammen, denn dort sind ein paar neue Mob-Typen. Zum einen sind da diese Blobs, diese Feuerviecher hier und ja, die benötigt ihr definitiv, um die ganzen Tränke, die ich euch gezeigt habe, herzustellen, da nur diese Tiere oder diese Viecher die dazu benötigten Gegenstände droppen. Zum einen hier diese Sticks halt, auch um die Braustationen herzustellen, benötigt ihr diese. Und oh Jesus. Und sie sind unglaublich gefährlich. Also das solltet ihr auf jeden Fall vorher euch überlegen und nur gut ausgerüstet in die Hölle gehen oder euch solchen Festungen nähern, da ihr ansonsten wahrscheinlich gar keine Chance habt, da ordentlich zu überleben. Natürlich kriegt man auch einen Haufen Erfahrungspunkte, aber dennoch sollte man einigermaßen gut ausgerüstet in die Hölle starten. Ansonsten, ja, hat man hier nicht lange Spaß und ist direkt tot und verliert alles wieder. So. Ich lege hier noch ein paar Gegner auseinander und hoffe, dass ich ein paar Drops bekomme, um euch zu zeigen, welcher Gegnertyp was fallen lässt. Also diese Schweinezombies lassen die Goldzähne fallen. Und ja, dann gibt es hier unten natürlich die Farmen für die Grundzutat der Tränke, um den Grundtrank herzustellen, die Netherwarts. Die könnt ihr auch in der Hölle hier finden, in diesen Festungen abbauen und dann selber irgendwo anbauen. So am besten in der Hölle, da die, glaube ich, nur in der Hölle wachsen. Und ja, was wollte ich noch sagen? Genau, ich wollte euch noch eine kleine Möglichkeit zeigen, wie man Ghasts relativ gut farmen kann. Und zwar sind die ja meistens irgendwo oben. Zwar mit Pfeil und Bogen sind sie gut zu erwischen, aber wenn ihr mit einer Angel sie trefft, zieht ihr sie an euch ran und könnt sie danach mit dem Messer, mit dem Schwert erledigen. Genau, das wollte ich euch zeigen. Nach all euren Abenteuern habt ihr es euch natürlich auch verdient, euch ein bisschen auszuruhen. Das Ganze könnt ihr nun bei den Klängen vieler unterschiedlicher CDs von Minecraft machen, die halt hinzugefügt werden mit 1.9. Wie man die CDs jetzt genau bekommt, höchstwahrscheinlich in Kisten. Die alten CDs hat man ja auch in Kisten bekommen, beziehungsweise durch spezielle Tricks, indem man sich die Skelette, einen Creeper erschossen haben oder solche Dinge, wo man dann etwas rumfriemeln musste, bis das Ganze funktioniert hat. Ja, und dadurch kriegt ihr ein Ei
Eye of the, ein Auge der Endermänner. Genau, und damit könnt ihr in der Welt Dungeons finden. Ich habe hier mal 64 vorbereitet. Brauche ich zwar nicht, weil ich weiß schon, wo sich der Dungeon befindet, weil nachdem ich euch die Map jetzt zur Verfügung stellen möchte und ihr schnellstmöglich in den Genuss aller Neuerungen kommen sollt, habe ich natürlich den Dungeon schon gefunden. Der befindet sich hier auch direkt unter dem Haus. Aber um das Ganze für euch nochmal zu zeigen, ihr benötigt so ein Auge. Das könnt ihr in die Luft schießen und dann, wenn es oben ist, zerspringt es auch wieder. Ihr könnt es auch wieder aufsammeln. Also es geht nicht verloren. Und das zeigt euch den Weg an, in den ihr laufen müsst, um einen der Dungeons zu finden. Oh, das ist mein Auge. So. Und sobald ihr wirklich in der Nähe seid, wird es dann irgendwie so runterlanden und würde euch den Punkt zeigen. Nach längeren Erkunden des Dungeons, beziehungsweise der Festung der Unterirdischen, wie das Ganze jetzt sich nennt, kann ich euch gerade gar nicht so genau aus dem Kopf heraus sagen, bin ich durch eine Tür getreten und stand in diesem Raum. In dem ist ein Spawner für diese kleinen süßen Viecher hier. Und ja, wir haben hier mehrere von diesen, ja, Pöttichen, die ich euch vorhin schon mal gezeigt hatte. Und die werde ich jetzt befüllen mit den Augen, die wir auch benötigen, um den Dungeon überhaupt zu finden. Davon braucht ihr natürlich hier 12 Stück, bevor da überhaupt irgendwas losgeht. Und dann öffnet sich dieses Portal. Und das führt in den Ender. Und der Ender ist der Ort, in dem die Endermänner leben und halt diese Enderdrachen, die ich euch dann auch gleich zeigen werde und die der schwierigste Gegner im ganzen Spiel sein soll, die schwierigsten Gegner im ganzen Spiel sein sollen. Und deswegen treten wir jetzt durch dieses Portal. So, und da sind wir auch schon im Ender. Und um euch die letzte Neuerung zu zeigen, musste ich mir einen kleinen Mod runterladen, ein paar Glasfiles. Denn dann kann man, wenn man im Ender ist, durch rechtsklicken, ja, hier diese Enderdrachen spawnen. Und davon werde ich jetzt mal ein paar herbeiholen und ein bisschen mit den Jungs fliegen gehen. Denn ich komme hier eh nicht mehr raus. Und ja, zeige euch hier noch den Ender, was ich da so, ja, was es hier so alles gibt. Zum einen sind hier halt diese Riesenpflöcke aus Obsidian, die so ein bisschen an Türme erinnern. Und die Enderdrachen, die relativ cool sind, die haben hier so lila Augen. Man kann sie leider noch nicht angreifen. Was sie dann im Endeffekt droppen werden, kann ich euch auch nicht sagen. Ich hole mir noch mal ein paar, damit hier ein bisschen Action ist. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich dann von euch. Sollte ich irgendwas vergessen haben, schreibt mir das doch bitte unten in die Kommentare rein. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, weil gebt ihr einen Daumen nach oben, wird man euch loben. Und favorisieren bzw. das Video an Freunde weiterleiten, die auch Minecraft spielen. Damit könntet ihr mir auf jeden Fall helfen, denn für dieses Video habe ich jetzt, ja, allein um das Ganze zu bauen, was ihr auch downloaden könnt, die Welt und das Erkunden, das Herausfinden der ganzen Sachen, habe ich jetzt insgesamt so circa 18 Stunden investiert, wenn ich jetzt das Schneiden des Videos und das Zusammenfügen und Grafiken erstellen noch hinzuzähle, werde ich wahrscheinlich so auf 20 Stunden kommen und da als Dankeschön mal einen Daumen nach oben zu drücken bzw. zu favorisieren, da bricht sich keiner was ab. Ich möchte hier nicht betteln, ich möchte einfach nur ein ordentliches Feedback zu meiner Arbeit haben. Falls euch irgendetwas nicht gefallen habt, könnt ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Dann solltet ihr mir aber auf jeden Fall einen Kommentar unten reinschreiben, warum es euch nicht gefallen hat und was ich am besten beim nächsten Mal ändern sollte, damit es euch persönlich besser gefällt. Damit bin ich jetzt hier raus. Ich und die Drachen verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.